Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Mirror's Edge Catalyst Beta. Wir machen weiter und gehen jetzt zu Birdman. Und, Birdman, Tauben, ist da ein Zusammenhang? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, mal gucken. So. Noah hat uns zu Birdman geschickt, damit wir mit ihm reden. Einer der ersten Runner in der Stadt und ein alter Freund. Oh ja, Mann. Wir überprüfen jetzt unseren Skill. Den habe ich natürlich en masse. Easy, easy there. Leave my door alone. Patience never was your virtue, Faith. Thought you were taking a nap. Isn't what old people do? Careful with that mouth, girl. I guess 2 years of peace and quiet is all I get. Yeah, I missed you too. Noah wanted me to test you. I told him I'd do no such thing. But I have a dash for you. Enough to test yourself. Well, that's good. I already fed you Calliope. Get off of me. Damn rats with wings. Never leave me alone. But they have their uses. Patience never was your virtue. True. That's why I can smell my own. Now off with you. Show them other runners that you got your uses too. It's good to have you back, girl. Okay. I guess some Birdman challenged you to a dash. I can imagine which one. Oh man, back in the day I ran it so many times I could do it blindfolded. One more thing, Faith. The march route is not always the best one. You only need to reach the goal in the shortest time possible. The way you take doesn't matter. Okay. Also in der Story sind solche kleinen Geschwindigkeitsparcours eingebaut, oder? Oh, jetzt ist alles klar. Let's go, man. So, gucken wir mal, was jetzt hier so geht, Leute. Ich gebe natürlich mein Bestes. Zack, Junge. Und danach sage ich noch mal ein bisschen was zum kommenden Let's Play. Ich habe ja die Kommentare von euch gelesen, jetzt in den ersten beiden Folgen. Aber erstmal muss ich mich jetzt hier übertrieben konzentrieren. So. Jawohl, 3 Sterne. Wuhu. Easy going. Ey, wer ist denn das? Spolkus? Nummer 1 hat 24 Sekunden. Alles klar, weiß Bescheid. Oh! Das war zu viel gespielt. Ja. Okay. So, erstmal ins Upgrade-Menü. Skill Roll. Aha. Ja, okay, wir müssen das erstmal freischalten. Das hat auch einer geschrieben. In die Kommentare. Ja, hattest du recht. Was wollte ich sagen? Genau, zum Thema Let's Play im Mai oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das aufgenommen, ich habe gar nicht mitbekommen, dass das Spiel verschoben worden ist. Habt ihr natürlich vollkommen recht. Allerdings könnte das passieren, dass wir trotzdem vielleicht mal sehen, vielleicht ja doch im Mai anfangen könnten. Ende Mai denn. Natürlich, wenn überhaupt. Aber auf jeden Fall fangen wir mit dem Let's Play früher an als der normale Release. Das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. Das so oder so. I have a package that needs to be delivered right away, but you have to be careful with the contents. We might have some problems. Ja, tut mir leid, wir können dir nicht zuhören, weil die Zeit läuft schon. Und tot.
Ja, ich habe mir gar nicht durchgelesen, wie die Rolle funktioniert. Ich drücke die ganze Zeit LT. Wahrscheinlich muss ich das genau perfekt timen. Ne? Ja, also wie gesagt, das Let's Play dann auf Deutsch komplett von Anfang bis zum Ende wird es dann auf jeden Fall ein paar Tage vor Release geben. So oder so. Mal gucken halt, wie früh und wie spät. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie funktioniert die Rolle. So. Hold to close the point of impact. Ja, müssen wir gucken, ob ich das jetzt hinbekomme. Also, so, zack. Ah, hier geht's weiter. But it's worth it. The outcasts are dying in the Grey Lands, and this regenerative formula will help. Diseases of all kinds are ravaging those poor souls, and nobody is doing anything about it. Yes, well, okay. That stops now. Maybe this won't solve anything, but it's yes, okay. I just can't stand idly by and watch as the conglomerate ruins what little the outcasts have left. Oh, den Sprung kann man besser machen. Ohohoho. Siehst du dich hoch? Was ist denn los mit dir? Mein Gott. Das habe ich ja richtig verkackt. Leute. Das müssen wir noch üben. Also ich muss es üben natürlich. Aber freut mich erstmal, dass die erste Folge so gut bei euch angekommen ist. Mal gucken, wie die zweite läuft. Ich schätze mal klassischerweise nicht so gut wie die erste. Logischerweise ist auch immer so. Aber ist ja auch nichts Schlimmes. Gewöhnt man sich irgendwann dran. Wie ging nochmal, warte mal, wie ging nochmal, wie ging das nochmal, warte mal. Ne, so schon mal nicht. Ich muss ja auch gar nicht lang übrigens. Ich verkack gerade alles wieder. Die Nebenmission. Komm, die machen wir noch einmal. Einmal gebe ich mir nochmal hier. Die Chance. Ich muss auch mal gucken, wie ausgiebig wir das denn zocken, wenn die Vollversion ist. Ist ja auch immer so eine Entscheidung dann zu dem Zeitpunkt. Aber bisher muss ich sagen, gerade die Steuerung macht einfach Laune, Leute. Also man muss sich halt ein bisschen reinfuchsen, das ist klar, das ist logisch. Aber mir persönlich macht es bisher richtig, richtig Bock wieder. Und allgemein auch das Auflevel-System ist natürlich auch wieder geil. Ich liebe das einfach in Spielen, wenn du deinen Charakter aufleveln kannst, verbessern kannst. Und das ist immer, ich sag's immer wieder, aber das ist eine Sache, die kann jedes Spiel einfach verbessern. Da liegt doch links irgendwas. Irgendwas liegt da. Ja, das Timing übel schlecht. Man konnte doch an der Wand lang rennen und dann sich irgendwie so zur Seite drehen im ersten Teil und dann nochmal springen. Wie geht der Move? Oder muss man den auch noch freischalten? Ich habe keine Ahnung. Weiß ja nicht, ob man alles freischalten muss erstmal. Okay, aber sowas macht doch einfach Laune, Mann. Macht doch einfach Laune. So, warte mal. Messenger Girl, head back to see. Yeah. Was ist das denn hier alles? Concord Plaza. High Roller Avenue. Was ist das Blaue? Aha. Selbst bei so einer Höhe muss man sich schon richtig gut abrollen, ne? Okay. Yeah.
Yeah. Ah, guck mal, dafür kriegen wir auch Erfahrungspunkte. Eieieiei. Ey, was geht? Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Stelle war, wo wir da hochgejumpt sind. War das nicht hier unten sogar? Ey, guck mal, selbst die Höhe, da musst du dich schon abrollen. Okay, gut, gut, gut. Ich sollte mir das merken. War das nicht hier sogar? Ja. Ich dachte, ich dokumentiere unsere Trip mit einem Diary. Für Alvani, wenn sie kommt. Sie ist schon viel besser. Ja, aber sie ist noch sehr weak. Ich erwarte sie nicht, viel von der Journey. Wir sind fast mit der Supply-Liste. Firebird ist noch nach der Transportation. Wir brauchen ein dependable Vehicle. Du hast recht. And I don't expect that part to be easy. Maybe Black November can help out. I'd rather have as little to do with them as possible. We got the guns. That's more than enough. I'm gonna try. So, warte mal, wie ging das noch? Wie ging denn das, Leute? War das RB? Ich weiß nicht, ob der Move... Nee. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß das ja jemand von euch in den Kommentaren wieder. Ihr könnt es gerne mal reinschreiben. Ja, warum macht das denn immer noch den Ton? Das habe ich doch schon eingesammelt. Es gab halt einen Move, wo du an der Wand langrollen konntest und dann konntest du mit einem Knopfdruck so... 90 Grad Winkel zur Seite, ist es 90 Grad? Ja, doch 90 Grad. Zur Seite gucken und dann da nochmal perfekt lang schwingen. Aber es kann halt sein, dass du das auch erst freischalten musst. Ich weiß nicht. Ich hab jetzt nicht abgecheckt. So. Ach, Hasse. Sie ist from the backbone of the runners. Ah, nee, Spaß. Ja, komm. Moment. Remember, in this community, you're only as good as people think you are. No matter how good you actually are. It's a bit silly, all this peacocking, posturing. Felt great running. And you did good time, too. One thing left, and we're done. Noah said something about a delivery? Bread and butter about trade. I happen to have a small package I need dropped off. You can pick it up over there. Okay. Mir jetzt selber einen Weg suchen oder was? Kann man hier ranspringen? Nein, kann man nicht! Was? ja. Hätte ja sein können. Leute, lasst mich doch in Ruhe, Mensch. Ich bin halt nicht so gut. Aber das ist doch klar gewesen, oder? Ist doch jedem klar gewesen hier. Kann man hier echt nicht ranspringen? Muss ich mir selber vielleicht muss ich dann auch einfach einen Wegpunkt setzen und jetzt wird es mal angezeigt, ja tatsächlich. Ja. Hoho, hat jemand Höhenangst? Nee, oder? Es wäre richtig geil, das Spiel immer im VR zu zocken. Alles klar, Junge. Was geht denn hier ab? Das stört die wohl nicht. Okay. So.
Ich habe auch gelesen, dass für die Leute, die sich da vielleicht wundern, ab und zu. Also wie gesagt, es ist eine Beta. Was Beta? Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ganz ehrlich, vielleicht bin ich auch der Einzige oder so. Aber ich weiß nicht, was der Begriff Beta bei einem Singleplayer-Spiel zu suchen hat. Ich weiß es nicht genau. Weil das, was wir ja machen, das sind Singleplayer-Missionen. Ich weiß nicht, inwieweit das eine Beta sein soll. Aber Beta heutzutage ist ja auch eher so ein Spruch für, es ist eine Demo. Und so kommt mir das dann vor. Allerdings muss man trotzdem sagen, dass einige Elemente hier natürlich noch nicht fertig sind, war. Muss man auch immer wieder bedenken. Das merkt man hier und da auch, würde ich sagen, auch an der Optik. Soweit ich gelesen habe, läuft es auch nicht in der höchsten Auflösung. Und auf der Xbox wahrscheinlich auch wieder ein Ticken schlechter. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Andere kriegen es auf 1080p hin, andere nicht. Aber vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an Battlefield 4. Vielleicht von euch hat jemand das mal auf der PlayStation gezockt und auf der Xbox. Da sind Weltenunterschiede. Unfassbar, was da DICE gemacht hat zum Launch der Konsole. Ich weiß es nicht. Allerdings war das dann bei Battlefront, Star Wars Battlefront, dann nicht mehr so zu spielen. Ich weiß nicht. Ist, wie gesagt, ist nur eine Beta. Wir werden ja nicht sehen, wie die Vollversion aussieht. Ich weiß auch noch nicht genau, auf welcher Konsole ich zocke. Mal sehen. Aber zum Zugucken wird es jetzt auch nicht so einen großen Unterschied machen. Ist ja eher egal. So. He might be a grumpy old bastard, but he's always been there for you. Okay. Okay. Dann checken wir mal ab, ob der Hilfe braucht oder nicht. Hey, what's the beef? You tell me, girl. I try to avoid the news as much as I can. Hypocrisy and fear mongering, all of it. I could use some help. What do you need? Two of my birds have gone missing. I'd go look for them myself, but I've come to accept that I'm not as nimble as I used to be. What are you smiling at? Anyway, their locator beacons are still active. If you could find out what happened to them, I'd be grateful. I'll find them for you. Thank you. The first beacon is not too far from here. I've sent the location to your beat. Okay. So, ich würde sagen, das machen wir jetzt noch hier in der Folge. The beacon should be easy to locate. Just follow the increase in frequency. They're most likely dead, both of them. But at least you can recover the message. Warte mal. Capsules. Erato and Thalia always were easily distracted. Da kommt man nicht hoch. Da auch nicht. Oh! Das war knapp. Warte mal. Ich will jetzt nicht Find Erator. Denn hier so, sag mal, das macht einen ja richtig verrückt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht richtig zugehört. Aber ich glaube, ich muss hier rein, oder? Ja. Found Erato. He's dead. Shot. I'm sorry. I understand. Please take the message capsule if it's still there. Das passiert, wenn ich hier die ganze Zeit wie es Mario durch die Gegend jumpe. Das passiert halt. Es tut mir leid, Faith. Es tut mir leid. Guck mal, das habe ich aber extra gemacht, damit wir nochmal das Dokument einsammeln können. So, all extra gemacht. Also beruhigt euch, Leute. Beruhigt euch. Wir kommen auf jeden Fall an unser Ziel. Und das ist ja eh das Wichtigste, oder?
Schneller, Faith! Ah, ich finde es macht schon auf jeden Fall. Es macht schon auf jeden Fall Bock auf mehr. Alleine, dass jetzt auch hier alles so Open World-mäßig ist, dass du hier und da Sachen einsammeln kannst, hier und da ein paar Challenges. Ich finde es ganz geil gemacht eigentlich. Es ist irgendwie auch die logische. Logische Weiterführung dieser Serie. So my best friend is out of prison and she doesn't even come to visit? Hey, Nomad. How's it going? Way better now that you're out. And it just... Sorry. Talia found. Also dead. And the capsule is gone. That's not good. She was coming in from Noridia Nova. Can you look around a bit? Sure. Es geht noch weiter. Kein irgendwo tippen. Erinnere mich so ein bisschen an die Paper Trails aus Infamous Second Son, nur dass es hier viel, viel mehr Bock macht, wa? Gerade hier mit den Tauben finden und alles. Naja gut, Leute, ich würde sagen, das reicht dann doch erstmal hier an dieser Stelle. Ich danke fürs Zusehen auf jeden Fall und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wie gesagt, wann genau das Let's Play anfängt, weiß ich noch nicht. Allerdings auf jeden Fall vor Release, das steht auf jeden Fall fest. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, es macht echt Laune, es macht echt Laune. Wie gesagt, es ist halt die konsequente Fortführung von Mirror's Edge. Es musste einfach ein bisschen open-worldiger sein, mit Challenges, Nebenaufgaben, Aufleveln und so weiter. Das ist halt, ist jetzt kein Hexenwerk, was sie sich da ausgedacht haben, aber ich finde es gut, so wie es bisher rüberkommt und dementsprechend kann ich mich nur auf diesen Titel freuen. Ich danke fürs Zusehen, wie gesagt, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.